Hallo, liebe Star Trek Fleet Commanders und Commander, hier habe ich das neueste Update für euch. Cosmic Cleanups wurde geupdatet, Offiziersvorfall in den Außenteam wurde geupdatet. Neu dazugekommen ist die Entschirkis-Offiziere in den mehrphasigen Kredit-Shop und darüber hinaus sehr verübergreifende Event und die schlechte Nachricht, Latinum zählt ab sofort nicht mehr. Und so, los geht's! I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call likes und kommentieren nicht vergessen. Ja, fangen wir mal mit dem brandneuesten, und zwar hier im Event-Shop, wie ihr alle mitbekommen habt oder nicht mitbekommen habt, hier die Amalgam ist endlich free to play zu haben, wenn auch nur ja mäßig, aber yay, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle free to play Spielern, die wird schon hier zu haben sein. Und ja, ich fange mal jetzt damit an. Ich hole mir meine ersten 8 Bilder von Amalgam. Und neu dazugekommen ist auch noch hier diese Kiste, die ja, taktischer Vorteil, Vorräte heißt es. Und ja, endlich ist es die Möglichkeit da, dass man hier, wenn auch nur gering, seinen seltenen Armada-Richtlinien Vorrat ein bisschen aufpassen kann. Und ja, hier und da ein bisschen axionische Chips, ja, Außenteam Speed-Ups und Tetrion. Dazu auch noch hier, wenn auch nur ein bisschen versteckt, gibt es dann für Level 41 plus Spielern, wenn man diese Kiste öffnet, extra noch Schiffsteile, die dann hier nicht, zwar nicht aufgelistet sind, aber trotzdem kriegt man Schiffsteile auch durch diesen, und zwar die grünen Schiffsteile. Also wer noch nicht weiß, hier sind Schiffsteile drin. Ja, darüber hinaus haben wir hier auch noch für Spieler, die noch kein Discovery haben, dass sie die Möglichkeiten sich hier wie immer aus den Cosmic Cleanup Shops deren Discovery holen. Und weiter geht's mit den weiteren Neuigkeiten, und zwar hier, wenn man in den Allianz Shop geht und weiter da umscrollt, ganz nach hinten sieht man hier mehrphasigen Shop. Und was ist denn in den mehrphasigen Shop drin? Normalerweise ja hier die Syndikat-Dingen und hier ja so ein kleines Materialien. Das ist allerdings nur für die Spieler, die ab und zu mal in den ja, Paywall was kaufen. Und wenn du dann halt da diesen mehrphasigen Kredit mal vielleicht mal was übrig hast, kannst du dir hier ja DNJ-Offiziere holen, und zwar 50-50 für beiden. Also 12 Teile sind garantiert hier, 50 seltene Offiziere, 50% seltene Offiziere und 50% für epische Offiziere, und darüber hinaus gibt es 5% für eine ganze Freischaltung für ein ja 80% zu einem seltenen und 20% zu epischen. Und das finde ich auch okay. Also es ist nicht gerade so eine kostenlose Variante, aber es ist trotzdem ja für den einen oder anderen vielleicht da auch noch was zu entdecken. Dann gehen wir mal kurz hier in der Außenteam. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier. Hier, wenn man in den normalerweise früher hat man sich irgendwelche Offiziere hier gemerkt, jetzt kann man einfach in gutem Gewissen hier reingehen und dort Eigenschaften schalten. Dann bekommt man erstmal die Offiziere vorgeschlagen, wie man hier sehen kann, die meisten Traits ausgestattet sind, und darüber hinaus ja hier die erforderlichen ja, Fähigkeiten haben, und zwar hier der Kanzler hat er, Rücksichtslos hat er, unerbittlich hat er auch, der Gorkon, das macht ihm dann zu den idealen Offizier für diesen Außenteam.
Ich habe ihn allerdings in meinem zweiten Schiff, wo ich gerade irgendwo anders war, und deswegen benutze ich einfach hier irgendwelche andere Crew, die ich nicht gerade benötige. Ob ich dann kritische Treffer bekomme oder überhaupt Erfolg bekomme, es ist mir eigentlich wurscht. Ich mache nur einfach, dass der, dass das Außenteam, ja, Event gerade mal einfach so läuft. Hier habe ich charismatisch, der läuft schon einen Tag, da kann ich schon mal, obwohl ich hier ihn nicht ausgestattet habe, kann ich ihn trotzdem hinschicken. Die hätte ich eigentlich so gehabt für ja, charismatisch freigeschaltet, aber die ist jetzt unterwegs. Deswegen schicke ich einfach mal hier jetzt erstmal Gesundheitsoffiziere suchen. Und ich schicke einfach irgendwelche Offiziere, die ich gerade nicht benötige. So. Die können sich dann einen Tag da umhaben. Und zu guter Letzt habe ich für euch hier der serverübergreifende ja, Leaderboard-Event, wo man hier so eine ganze Materialschlacht macht. Abgesehen davon, dass hier nur unsere Server schon teilnimmt, sind die Typen von den anderen Servern hier auf Rang, auf Rang 10 und 11 und 12 auch da. Aber ja, wie man hier sehen kann, die haben keine Chance. Und das ist ein Server gegen Server und darüber hinaus dann auch noch ja, gegen eigenen Spielern, die in denselben Server spielen. Und ja, ich habe hier... ich bin im Moment auf Rang 1, was allerdings nicht heißt, dass ich das Ding auf Rang 1 beenden werde, weil ja, die Spieler, die da mitbieten, sind auch ja, durchaus konkurrenzfähige Spieler. Und nichtsdestotrotz habe ich seit gestern Abend hier in Seoul, ja, wie man hier sehen kann, die normalen 49er mit den Charlie geballert. Die Heavies gehen nicht, also die schweren. Und wer sich dann halt hier so ein Augur daneben hat, ich habe leider keine Augur, ich besitze eine Enterprise auf T6. Wer ein Augur auf T4 Plus hat, kann sie auch der eine oder andere ja, schweren Transporter killen und sich da, dadurch auch noch eine goldene Nase verschaffen. Allerdings sind die Leute nicht so ganz motiviert, so ein dreitägiges Event zu machen. Das ist dann, ja, das ist dann alles zum Thema serverübergreifende Event. Was auch noch zu erwähnen ist, ist hier den Rekrutiere Ruhm. So, das ist dann, ja, den EPL, den mal in EPL Event, der läuft noch zwei Tage, beziehungsweise knapp zwei Tage. Man Der auf Rang 1 kriegt sowieso hier den kompletten Freischaltung. Man hat aber allerdings hier noch bis auf Rang 100, wenn auch nur mit zwei Bildern dabei zu sein. Allerdings, es gab schon am frühen Abend hier die Möglichkeiten, dass man hier mit Latinum punkten konnte. Und der eine oder andere, der sich am frühen Abend sein Stationsbauvorhaben mit Latinum gestartet hat, was ich stark bezweifle, weil niemand gibt. Ja, für Stationsbau komplett nur mit Latinum, also zum Bauen und zum Beschleunigen, beide einfach nur mit Latinum durchpushen, macht niemanden. Und das hat vorher funktioniert, aber naja, sie haben es gemerkt, dass dann Latinum nicht so richtig für den Speed-Ups oder Reparieren oder für Schiffs-XP oder sowas nicht zählt und sie haben dann wieder rausgenommen. Ja, und wohlgemerkt, das ist dann das dritte Mal, wo sie die Latinum hier mit reingepackt haben und dann eine Stunde später gesagt haben, ach, das funktioniert nicht, wir müssen dann wieder raushauen. Ja, das ist dann die schlechte Nachricht und sonst ist allen in allem ja, hier nicht so viel Eventen. Was auch noch zu erwähnen ist, ist hier die Tickets-Event. Wie der eine oder andere vielleicht gemerkt hat, bekommt man nur 10 Tickets für jeweils eins von diesen drei, also musste man hier nur eins wählen. Allerdings, wie man hier sehen kann, habe ich alle drei freigeschaltet, was, wie ihr vielleicht in meinem altes Video gesehen habt, hatte ich hier 180
Tickets gehabt und ja, ich konnte dann gestern und heute einfach ganz beliebig alle drei freischalten. Und das ist dann, was mich an diesem Außenteam-Event gefällt, ist halt, dass sie besser sind als die von den letzten zwei Arcs. Und zwar, man sieht hier, die 1 Milliarde Paar-Stahl-Token sind wieder da. Yay! Danke, Scobly. Und hier noch dazu, naja, die G4-Teile und G4-Schiffsteile, wenn auch nur hier für jedes Meilenstein nur 24 Stück, aber trotzdem ist es schon mal was wert. Und wenn man dann alle vier Meilensteine zusammenrechnet, kommt dann da irgendwas Gutes raus. Ja, das war's dann halt. Danke fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen, kommentieren und liken sowieso. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.